So, Mittwochmorgen 8:30 Uhr, 9:30 Uhr. Turnier bei Euroskart. Wusterle und Bibliana. In den letzten Tagen ist die Karte ziemlich bescheiden gelaufen. Schauen wir mal, wie es jetzt wird. Ziemlich unattraktive Beikarte. Aber viel Trumpf. Schauen wir mal. Sechs Ato. Und zwei Asse dazu. Sind wir Schneider? Oh, doch nicht. 88. Das ist schlecht geschätzt. Schlecht geschätzt. Beziehungsweise überhaupt nicht gezählt. So, wieder vier Trumpf. Raus, mal zwei. Raus und gewonnen. Ja. Sieht wieder nach 6 Trumpf aus. Wahrscheinlich 3 Kreuz, da wir 3 Piken haben. Schon klar. Ist auf jeden Fall gut gespielt. Krieg Pik 10 nicht mehr nach Hause. Und habe kein weiteres Bild mehr. Also sie ist jetzt. Wir reizen auf jeden Fall pikant. Kommen wir mal für Pik ohne 3 ran. Und gucken, was passiert. Ob laufen wir doch gegen drei Alte. Oder wie ist die Lage? Sieht so aus. Ja. Drei Alte und nicht viel. Kreuz 10 offensichtlich. Busterle. Ja, wir kriegen Herz 10 oder Kreuz 10. Karo König kann ja nur einmal einen Stich machen. So, okay, wir sind drin in der Liste. Anschlusstreffer ist noch nicht da.
Stankovic. Okay, ich spiele Kreuz, aber habe ich mir mit dem Spiel nichts mehr zu tun haben. Und Kreuz. Mal sogar ein Spiel mitgehabt. So, das ist ein schöner Ansatz. Immer 72, kommen für nichts ran. Finden. Okay, ich kann sogar so drücken. Nehmen wir Schneiderschanz. Ja. Ja, sogar geschafft. Uhr, 20 weg. Wer meint den Karo? Ich tippe auf Boosterle. Oh, doch nicht. So, 20. Was zu passiv gewesen, die Hans 9 wahrscheinlich. Upsala, was war denn das? Das war zu passiv. Karo einfach nehmen wir raus. In manchen Fällen werden wir zwei Karos finden. In dem Fall nicht. Naja, das Spiel hat durchschnittliche Tendenzen. So. Karo Klein, werf mal Herz ab, natürlich 14. Was war das denn jetzt? Ey? Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sowas von verklickt. Ganz komischer Spielverlauf. Pik wird meistens Trumpf sein. Karo werden wir immer aufschlagen. Okay, der Schuss ist da, die Pleite naht. Sauber runtergespielt, muss man mal sagen. Wir sagen 18 aus Spaß. Shipping. Was sollte rauskommen?
Das dauert ganz schön lange. Was kommt raus? Nichts anmerken lassen. Sieht ganz stark hier nach fast schneller aus die Partie. Ja, okay, das waren jetzt ja nochmal 18, sind gut gegangen. Wir sagen nochmal 18, Spaß 18. Karo und Kreuz 7, ne? 7 und 8, sowas in der Richtung. Ja, alles gut. Ja, da kriegen wir keinen mehr. Boosterwelle kommt ins Rollen, schaltet den Turbo-Boosterler an. So, gleich sind wieder alle beisammen. Ich werde trotzdem nicht passen, ob er zum 3-Haus-Spiel ist.
Dann halt nicht. Lag der Trumpf drin, der gute Trumpf. So, drei Ass im Bauer für 18 Karo. Drücken Herz 10, Pik sollte nicht rauskommen. Glaube ich, okay, denke ich. Versucht sein. Was ist denn hier noch draußen? Pik König und Dame sind noch draußen. Immer noch. Okay. Kein Fehler gesehen, schwache 18 aus Spaß. Das ist ja zwei schlechte 0, zwei gute irgendwas. Ja, das war die Kategorie Medium. Medium Rare. Ja, das ist eine Kategorie Medium Rare. Jedes Spiel ist gewinnbar. Jedes Spiel ist gewinnbar. Auch das hier. 66. Interessante Variante. So, wieder ein schöner Ansatz. So. Weg müssen wir auf jeden Fall rein. So. Der, der beide Pik bedient. 61. Auf geht's. Mensch, da komme ich gerade mal ins Rollen und dann. Moment.
Ja, Halbzeit 719. Gefühlt ein Tick zu offensiv unterwegs. Einmal wahrscheinlich falsch gepasst. Also zumindest unglücklich gepasst. Falsch wahrscheinlich nicht. Ja. Na komm, na komm. Okay, na dann, okay. Vier Minuten, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir sagen 18, wir haben bis jetzt immer 18 gesagt. Kreuz und Herz, Lotte, Null wäre. Also 0. Ich reiz den. Ich habe mich jetzt entschieden, ich werde den reißen. Noch einfach kommen wir sowieso nicht ran. Muss man jetzt nicht handreizen. Im letzten Spiel der Liste konnte man den auf jeden Fall handreizen. Ja, die Pause. Wir zeigen unser Herz Ass an. Ja, die Pause tat wohl. Husterle hat auf jeden Fall mal was mit der Gegenkarte gekannt, was uns jetzt aber leider nicht weitergebracht hat. So, eine Karo-Lusche macht einen Gramm. Ja. Ich spiele trotzdem. Na gut, unser Ziel ist es, nur ein Herz 10 zu holen. Das wollen wir schaffen. Vielleicht sogar Kreuz 10.
Ja, so. Ein Bilderbuch von Horst Dahm überwogen. Wir rühren und rühren und rühren. Oh. Eighteen Points in Middle Hand. Okay. Herz Hand. Jetzt macht der Booster auf. Pik Lusch. Pik Bild. Dann geht doch. Na geht doch. So, 8:81, Spiel 24. Ja, ich war jetzt irgendwie eine Woche, 4 Tage bei der Deutschen Meisterschaft, eine Woche in Lermoos. Deswegen gab es wenig Gelegenheit, irgendwas aufzuzeichnen. Das hatte ich mich heute Morgen spontan mal entschieden. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Ich denke, viele Fehlerquellen waren bis jetzt noch nicht da. Alle Experimente sind gut gegangen. Wir machen Roberto Blanco auf. Ja. Vierunddreißig. Raus und so, Paket. Sehr unattraktives Gegenblatt hier. Hat das denn gemacht?
Ja, sehr merkwürdig gespielt. Herz unterm Ass ist das Ding auch Geschichte. Muss natürlich Herz unterm Ass spielen. So, vier Augen gedrückt. Wir machen Karo. Keine Ahnung, ob das wirklich das Richtige ist. Schneiden. Vier. Und spricht einiges für ein Rollmops rechts, so vom Gefühl her. Mit Herz Karo 10. Und König der Rollmops haben wir durchleuchtet. Und natürlich den Gang auch gewonnen. Blöd. So, hier sollte keiner reizen, weil sonst ist ein Kreuzspiel draußen wahrscheinlich. 18 halten wir. 18 müssen wir halten. Finden zwei rote 10. Okay. Oh, machen wir Herz. Ja, das sieht gut aus. 3, 10 und Pik. Ach, Pikas 10 sind auch noch da. Okay. Danke, Sven. Schneideritzki, jawohl. Ja, gegen den Rollmops davor hat man den Gang natürlich auch gewonnen. Wahrscheinlich zumindest, außer er trifft aus Versehen von 10 Lusche in Kreuz, die Lusche. Aber dann können wir abwerfen. So, 20. Ganz schön nulllastig, meine Karte, aber. In Herz ist nichts los, wenn der rechte sauber Herz gereizt hat. Doch, Pik, okay. Dann nehmen wir mit 13. Was ist jetzt passiert? Unternehmen stechen. 40 Punkte geschenkt bekommen, schwache 18. Wir nehmen einfach ein Herz raus. Wobei es schon sehr grenzwertig ist im Mittelmarkt natürlich. Trotzdem Herz. Ja. Strafe muss sein. Okay, Sigma 2. Kreuz Lusche dazu. Ach komm, wir nehmen raus und spielen Pik. Oh, alles ausgelutscht. Gut gespielt, aber erfolglos. So, 5er Turm in Kreuz, Pik frei, 0 Option, alles ist da. 23 nehmen wir. Pik 103, Pik Hand, was ist Trumpf? Wir wissen es nicht. Wir schlagen das auf jeden Fall. Bringen auf Kreuz. 29. Tja, ich kann es halt nicht treffen. Ich kann es halt nicht. Drei Jungen und 7-mal Schnee. Trotzdem 18, dann sind wir raus. Hoffen, dass wir jetzt 40 Punkte kriegen. Müssen wir noch irgendwas machen? Pik,
So stark. Nach der Aufnahme auf jeden Fall. Ich bin genau 10. War schön, lockere 18. Ein paar volle Arzt gehabt. Schwache 18. Komm, auf geht's. Gehalten, 20 gehalten. Spricht einiges für ein Kreuzspiel mit vielleicht wenig Karo. Krank sogar. Viele Kreuze werden da sein, wahrscheinlich. Sechzig, 18 halten. Ja, sah eigentlich ganz schön aus, die Liste. Jetzt wird es eine Startgeld zurück. Vielleicht Startgeld zurück Liste. Kreuz 0. Elf null neun und Schwartikowski 0 mit 7 Rubel in Kreuz und 2 gedrückt. Das gefällt mir nicht. Drücken 4 Augen in Herz und spielen Karo und hoffen, dass Pik Lusche rauskommt. Pik Dame auch, okay, bin ich mal 13.
Was einzuräumen ist. Naja, was machen sie? 11-7-7. Einfach K.O. Ich weiß nicht, wofür der gut sein soll. Ne? Da kann man das Preisgeld zurückgeben mit 11,79. Naja, okay, dann danke erstmal. Tschüss.